Da sich immer mehr von euch für Kryptowährungen interessieren und man sich natürlich fragt, hey, wie kann man diese Kryptowährungen auch sicher aufbewahren, gibt es heute ein Tutorial zum Ledger Nano X und wir werden uns Schritt für Schritt das Ganze einmal anschauen, wie man diesen einrichtet und natürlich auch die Coins, die Kryptowährungen auf diesen Stick transferiert. Verschwenden wir also keine Zeit und starten auch schon direkt. Zuallererst müsst ihr natürlich einmal den Stick bestellen, dann bekommt ihr hier so eine Verpackung. Da bitte darauf achten, dass nichts manipuliert ist, denn sonst sind eure Kryptowährungen halt eben nicht gesichert. Deswegen am besten nicht auf irgendwelchen dubiosen Seiten das Ganze bestellen. Ich habe jetzt leider keinen Affiliate-Link für euch in der Beschreibung. Dementsprechend müsst ihr selber da ein bisschen recherchieren oder halt einfach auf der offiziellen Seite das Ganze bestellen. Ganz wichtig in der Verpackung für euch einmal logischerweise der Stick. Das Coole bei dem Ledger Nano X ist, dass man das Ganze auch mit dem Handy einrichten kann. Wir werden uns aber die Systematik am PC einmal anschauen. Dementsprechend gibt es da auch einmal so ein USB-Kabel, damit man das Ganze am PC anschließen kann. Wenn ihr aber eher Fan-Handy seid, dann könnt ihr das Ganze auch hier bei dem Modell zumindest auch mit dem Handy machen. Und extrem wichtig natürlich auch hier das Recovery Sheet, davon gibt es ein paar, da kommen wir aber auch gleich im Detail zu. So, nachdem ihr alles ausgepackt habt, ist es ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr das Ganze am PC einmal einrichtet, euch auch die App dazu downloadet. Das heißt, hier könnt ihr einmal auf die offizielle Seite draufgehen, hier herunterladen, auswählen und dann euer System, das Ganze einmal installieren. Sobald ihr das Ganze installiert habt, könnt ihr auch anfangen, euren Stick einzustellen. Dementsprechend braucht ihr dann eben den Stick, müsst das Ganze hier auch mit dem Kabel mit dem PC verbinden. Und ganz wichtig, bei dem Stick ist es tatsächlich so, der selber hat auch zwei Knöpfe. Das heißt, während der Einrichtung wird es auch so sein, dass ihr hier auf dem Stick selber auch immer wieder verschiedene Fragen sehen werdet, immer auf Englisch. Und ihr könnt dann, weil hier zwei Knöpfe da sind, entweder nach links oder nach rechts euch bewegen. Und wenn ihr beide Knöpfe gleichzeitig draufklickt, dann bestätigt ihr quasi die Maske, die ihr selber im Stick gerade seht. Nachdem ihr die App installiert und geöffnet habt, werdet ihr Schritt für Schritt einmal durchgeleitet. Da wird zum Beispiel einmal vorkommen, welches Modell ihr ausgewählt habt. Das dürft ihr auch einmal anklicken und dann wird euch auch eine Frage gestellt, ist das eine Neueinrichtung oder habt ihr schon so ein Recovery Sheet bzw. so eine Recovery Phrase aus 24 Wörtern. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch anklicken. Als Beispiel könnte man das dafür nutzen, wenn man sich auf mehreren Geräten das Ganze einmal vorbereiten möchte. Dann klickt man natürlich auch die Version an, dass man sowas schon etwas hat. Bei der allerersten Einrichtung muss man natürlich anklicken, dass man erstmal ein neues Device, also ein neues Gerät, dort anmelden möchte. Dort werdet ihr dann wirklich Schritt für Schritt einmal durchgeleitet. Ganz wichtig, als allererstes werdet ihr hier für diesen Stick selber dann auch ein Passwort vergeben müssen. Das heißt, dort werdet ihr zuerst ein Passwort vergeben für den Stick selber, dass ihr wirklich in den Stick reinkommen könnt, um dort halt interagieren zu können. Und danach kommen auch schon hier die Recovery Phrases. Da extrem wichtig, das sind 24 Wörter, die ihr euch hier aufschreiben müsst und sichern müsst. Denn sollte damit irgendwas passieren, irgendwie mit eurem Stick, was auch immer, irgendwie mit der Adresse, dann habt ihr hier mit diesen 24 Wörtern die Möglichkeit, noch an eure Kryptowährungen dran zu kommen. Das heißt, das ist wirklich der goldene Schlüssel und da müsst ihr ganz genau drauf aufpassen. Während der Einrichtung wird es auch so sein, dass ihr das Ganze natürlich auch einmal dort eintippen müsst und dann auch nochmal bestätigen im Stick. Das heißt, das ist schon wirklich sehr, sehr narrensicher gebastelt. Aber dann, wenn man das einmal eingerichtet hat, ist es natürlich wichtig, dass man hier diese Recovery Phrases für immer irgendwo behalten kann. Nachdem ihr das Ganze eingerichtet habt, sieht es in der App erstmal so aus. Dann müsst ihr erstmal euer Gerät mit der App verbinden. Ich werde hier einmal nach dem Passwort gefragt. Das heißt, ich tippe hier als allererstes einmal mein Passwort ein. Das ist extrem simpel. Ich kann hier immer nach links oder rechts switchen. Dann die Zahlen auswählen, die dazu passen und mit Doppelklick das Ganze bestätigen. Ist relativ simpel. So, das mache ich jetzt hier einmal auf die Schnelle. Nach der Eingabe eures Passwortes werdet ihr nochmal gefragt, dass ihr das Ganze hier bestätigen sollt. Hier steht dann eben Allow Ledger Manager, also einmal erlauben. Das gleiche steht jetzt auf dem Stick. Ihr könnt aber auch zum Beispiel zu Deny wechseln, also dass ihr das Ganze ablehnt. Ich gehe hier einmal auf Erlauben, drücke beide Tasten und dann logge ich mich hier auch direkt ein. Das Ganze synchronisiert dann auch eben. Das Wichtige jetzt an der Stelle einmal, wie kriegt man seine Kryptowährungen dann eben auf diesen Stick? Wie kann man das Ganze einmal aufbewahren? Ihr seht hier schon ganz viele verschiedene Apps beim Ledger. Und hier könnt ihr wirklich, je nachdem welche Kryptowährungen ihr halt eben schon besitzt, wenn ihr irgendwas schon irgendwo gekauft habt und zum Beispiel auf einer Exchange liegt das Ganze rum, dann könnt ihr hier einmal diese Apps installieren. Wir nehmen zum Beispiel als Beispiel Cardano. Dann klickt ihr hier auf Installieren, dann wird diese App dementsprechend installiert. Ich habe hier logischerweise schon einige Apps vorinstalliert, aber so könnt ihr euch das Ganze hier einmal auswählen, dann Installieren klicken und sobald das Ganze installiert ist, kommen wir zum nächsten Schritt. Nach der Installation kommt der Schritt, dass man auch ein Konto hinzufügen muss. Das heißt, wenn wir die App installiert haben auf unserem Stick,
müssen wir auch einmal das Konto dazu hinzufügen. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Konto hinzufügen. Hier werden wir dann wieder gefragt, dass wir das Ganze einmal bestätigen. Das heißt, wir müssen hier einmal diese Aktion bestätigen. Das wird jedes Mal so sein, wenn ihr halt interagiert mit dieser App, dass ihr immer wieder zwischendurch auf dem Stick das Ganze bestätigen müsst. Dann seht ihr auch schon, dass hier die Synchronisation startet. Hier seht ihr, dass wir hier Cardano haben. Dann drücken wir einmal auf Konto hinzufügen, einmal auf Fertig. Und jetzt kommen wir hier einmal in den Reiter Konten. Hier seht ihr schon, dass ich Bitcoin und Ethereum hinzugefügt habe. Das heißt, hier könnt ihr dann alle Konten, die ihr hinzugefügt habt, alle Apps, die ihr installiert habt, könnt ihr dann hier sehen. Und hier seht ihr dann auch dementsprechend den Betrag, den ihr eben habt. Ihr könnt ja auch immer wieder in den Markt reingehen und euch generell die ganzen Kryptowährungen anschauen, was eine ganz coole Funktion ist. Ansonsten könnt ihr euch natürlich euer Portfolio anschauen, je nachdem, wie viele Kryptowährungen ihr aufbewahrt. Ich muss hier noch einige Apps hinzufügen, weil ich noch unter anderem zum Beispiel Matic habe und Solana. Das kommt jetzt auch noch mit rein. Das ist schon hier drauf, aber noch nicht in meinem Stick. Und dann seht ihr hier auch eine prozentuale Verteilung, was auch ganz cool ist. Jetzt kommt der wichtigste Part. Wie kann man denn am Ende des Tages Kryptowährungen jetzt hier hinsenden, dass man das Ganze auch wirklich dann eben ja, empfängt? Ihr könnt zum Beispiel hier einmal auf den Markt gehen, hier auf Bitcoin klicken. Wenn ihr auf Bitcoin klickt, dann seht ihr zum Beispiel, dass ihr hier kaufen könnt oder auch umtauschen. Wenn ihr aber sagt, hey, ich habe schon Bitcoins, ich kann mir die jetzt selber senden von irgendeiner Exchange, dann könnt ihr hier zum Beispiel auf Empfangen gehen. Dann seht ihr, wir haben hier einmal den Bitcoin, können Bitcoin auswählen, Ethereum, was auch immer ihr haben wollt. Wir nehmen in dem Fall jetzt einmal Bitcoin, klicken auf Weiter, werden dann wieder gefragt, ob wir das Ganze einmal zulassen wollen, klicken hier einmal auf Zulassen, dann lädt das Ganze einmal hier nochmal, dann müssen wir warten. Sobald das zu Ende geladen hat, bekommen wir hier einmal unsere Bitcoin-Adresse, die können wir ganz entspannt kopieren. Sobald wir diese kopiert haben, können wir hier das Ganze auch wieder einmal bestätigen. Wir werden die aber auch wirklich wieder einmal in unserem Stick sehen, das heißt, wir können da auch wirklich darauf achten, ob das dann richtig ist oder nicht richtig ist. Sobald wir dem Ganzen zugestimmt haben, können wir dann wieder auf Fertig klicken, können dann in unsere Exchange reingehen oder wo auch immer die Coins, die Kryptowährungen rumliegen und dort die Adresse reinkopieren, dort den Betrag reinkopieren und natürlich auch ganz wichtig, dann dort auch darauf aufpassen, welches Netzwerk wir auswählen. Zum Beispiel bei Ethereum gibt es ja auch verschiedene Netzwerke oder bei Matic, da müsst ihr dann auch darauf achten, dass ihr das richtige Netzwerk auswählt, damit die Kryptowährungen auch tatsächlich ankommen. Mehr gibt es zum Ledger Nano X gar nicht mehr zu sagen. Recht entspannt das Ganze, sehr, sehr simpel einzurichten und dann auch eben zu verwenden. Falls ihr aber doch noch Fragen habt, irgendwas unklar ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, gehe ich gerne darauf ein.